So Leute, willkommen zurück zu Another Code, doppelte Erinnerung. Oh yeah. Im letzten Part haben wir das Spiel begonnen und wir haben ein bisschen mit dem netten Seefahrer hier gequatscht und unsere Tante Jessica ist unseren Vater suchen gegangen. Und ich würde mal sagen, wir tun jetzt gleich und gehen ihn suchen. Ja, und er hält uns auch nicht mehr auf, wie ihr gerade sehen könnt. So, dann schauen wir uns mal um, wollte ich gerade sagen. Niemand zu sehen. Wo kann Jessica nur sein? Ja, geh doch erstmal ein paar Meter weiter, liebe Ashley. Du bist doch gerade erst losmarschiert. So, übrigens, in diesem Spiel gibt es quasi ein besonderes Ending, sage ich mal. Ich kann jetzt noch nicht verraten, um was es geht, aber diejenigen von euch, die das Spiel kennen, ich wäre sehr verbunden, wenn ihr mir ja nochmal sagen würdet, wie ich das freischalte, weil ich möchte natürlich das wahre Ende haben. Ich denke mal, ihr wisst, was ich damit meine. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ehrlich gesagt, was ich dafür tun muss alles. Und zwar am besten so schreiben, dass es die anderen, die das Spiel nicht kennen, nicht spoilert. Dankeschön. Ah, eine Brücke auf die Insel. Ob Jessica wohl auf die andere Seite gegangen ist? Jessica. Sie hatte doch gesagt, dass sie kommt sofort wieder. Ob sie Papa wohl gefunden hat? Das kam von der anderen Seite. Aber das war doch Jessica. Was ist da passiert? Aber... Ah, wie ungünstig. Und das Hi eben war etwas ungünstig formuliert. Das war wohl eher ein Hilfeschrei und kein Hi oder Hi. Die Zugbrücke, jemand hat sie hochgezogen. Jessica, ich muss unbedingt auf die andere Seite. Das machen wir am besten mit diesem Hebel hier, würde ich mal ganz spontan sagen. So. Da, einmal draufklicken, bitte. Ein verrosteter Apparat. Das ist ein Winder an diesem Apparat. Ja, dann würde ich mal sagen, dreh mal dran. Ja. Wenn ich den Handgriff an der Winde benutze, dann kann ich sie vielleicht... Genau, und so sind die Rätsel dann aufgebaut. Oben haben wir quasi das Grundschema des Rätsels. Hier unten müssen wir dann jetzt mit unserem Stick hantieren. Na. Ah, okay. Na, Moment mal. Ich muss kurz gucken, wo ich den Stick hinführen muss. Ja, natürlich an den Knauf da. Aber der ist etwas... Ah, jetzt habe ich ihn. Sehr schön. Und schon haben wir das erste Rätsel gelöst. Ziemlich einfach. Er hat die Brücke aber hochgelassen. Und warum? Auf jeden Fall nicht gut. Jessica scheint in Gefahr zu sein. Also auf davon! Geschafft, die Brücke ist unten. Jetzt kann ich auf die andere Seite gehen. Ja, dann mach mal, beeil dich, Ashley. Nimm vielleicht den Seefahrer mit, der könnte vielleicht sogar irgendwie helfen. Warum eigentlich nicht? Wäre ziemlich praktisch gewesen. So. Ich möchte mich natürlich hier auch genau umgucken, wenn ich denn darf. Okay, hier darf ich nirgendwo hin. Also einfach geradeaus weiter. Jessica! Jessica, wo bist du? Offensichtlich nicht hier. Oh Gott, sie ist ganz schön weit weggelaufen. What happened? Jessica! Jessica! Was mache ich jetzt? Wir hätten gar nicht erst auf diese blöde Insel kommen sollen. Na, aber jetzt bist du hier. Mach doch das Beste draus. Vielleicht ist hier auch alles... Wow. Vielleicht ist hier auch einfach alles gut und sie unterhält sich gerade wirklich nur irgendwo mit deinem Vater. Ah, man, da wird er wohl träumen dürfen. Der Hilfeschrei eben hat bestimmt auch nichts zu bedeuten. Hallo. Was haben wir denn da? Eine Steintafel am Wegesrand. Da ist ja eine Inschrift. Eigentum der Familie Edward. Familie Edward, der Name kommt mir bekannt vor. Genau, die reichen Leute, die früher auf dieser Insel gewohnt haben. Das haben wir erfahren von dem netten Typen, Seefahrer. Geht's hier lang? Nein, offensichtlich nein. Aber hier ist auf jeden Fall eine Weggabelung. Ich glaube, die kommen ja auch nicht wirklich durch, oder? Üppig wachsende Bäume. Und da haben wir ein Schild. Ich klicke lieber mit dem Touchpad. Da steht etwas am Wegesrand. Arts. Also Arts Mansion. Und heißt das. Und Edwards Mansion. Vermutlich dann wohl. Ein zerbrochener Wegweiser. Hier war also ein Wegweiser. Ja, das hast du gut kombiniert, Ashley. Aber da können wir nicht wirklich was mit anfangen. Not really. Das heißt, wir gehen einfach mal nach Westen. Nach Osten meine ich, nicht nach Westen. Wir finden bestimmt noch eine alternative Route. Wenn es da versperrt ist, dann wird Jessica auf jeden Fall ja auch woanders lang gegangen sein. Aber
Dieser Felsen, der blockiert den Weg. Und jetzt? Bad luck. Hier scheint heute wirklich gar nicht so zu laufen, wie es sollte. Große Felsen blockieren den Weg. Auf gar nicht mal so epische Art und Weise, denn das ist extrem unpraktisch. Okay, gut, wir gehen woanders lang. Kann ich die Säulen hier eigentlich anquatschen? Bringt ihr mir irgendwelche Hinweise? Diese Überreste eines Tors. Diese vor allem, die Überreste eines Tors, okay. Wenn es nur Überreste sind, können wir auch ganz einfach hier durchgehen. Vielleicht heilt das ja ein paar unserer KP. Hä, Moment, was? Nanu, es ist auf einmal so still. Hört ihr das? Eine Eule fliegt hier rum, mitten am Tag. Jessica, antworte, wenn du mich hörst. Es ist so still hier. Irgendwie unheimlich. Wo zum Henker sind wir jetzt? Sieht das nicht gerade sehr einladend aus? Das Spiel hat... Ich krieg jetzt schon wieder, muss ich tatsächlich sagen, eine kleine Gänsehaut, weil das Spiel eine unglaublich schöne Atmosphäre hat, finde ich. Neben der tollen Geschichte natürlich, aber die Atmosphäre ist einfach super rübergebracht. Okay, wir haben wieder Musik. Alles wieder im Lot. Yay! Moment mal. What? Ich bin wieder rausgelaufen. Ja, so. Hierher waren wir noch nicht. Das sind doch Gräber. Das hier ist also ein Friedhof? Na klar, ich bin natürlich nach Osten gegangen. Also sollte ich vielleicht auch in diese Richtung weitergehen, wenn ich weiter vordringen möchte. Gräber. Nicht sehr einladend, ich kann das nur nochmal betonen. Ein alter Grabstein. Henry Edward. Und, wessen Grab ist das? 38, ist aber nicht sehr alt geworden. Henry Edward. Henry Edward? Das ist wohl der Friedhof der Familie Edward. Was mag da passiert sein? Aber wir haben noch andere Grabsteine direkt nebenan, nämlich, und zwar da. Thomas Edward, der ist nur 36 geworden, auch nicht gerade viel älter. Ein alter Grabstein. Auf dem Grabstein. Auf dem Grabstein steht ein Name. Thomas Edward. Thomas Edward? Der Kapitän hat also die Wahrheit gesagt. Aber die sind beide 48 gestorben, oder? 12,48 und 10,48, ja. Eieiei, 38 und 36, das ist kein Alter, in dem man sterben sollte. Das heißt also, natürlich war das auf gar keinen Fall. Ein umgestürzter Grabstein. Ja, vieles davon nicht mehr über. Das ist wohl wahr. Huch. Da können wir doch garantiert durch. Ein großer Stein vor der Mauer. Er sieht ja schwer aus, aber wenn ich diesen Stein wegschiebe, kann ich vielleicht weitergehen. Und nächstes Rätsel und auch das ist wieder nicht der Rede wert. Einfach gegentippen? Nee, einfach. Na. Langsam machen? Langsam machen. Okay, sorry, ich war zu schnell. Natürlich, klar. So ein Ding kann man ja nicht mal eben so wegkicken. Da muss man behutsam rangehen. Das finde ich auch schön. Das Spiel, das bringt einem wirklich die verschiedenen Möglichkeiten des DSs näher. Deswegen ist es ja auch so praktisch, dass es einer der ersten Titel war. Oh, da steht was drauf. Na also, das wäre geschafft. Jetzt kann ich weiter. Aber als ich den umgestürzten Stein kurz anschaute... Ah, genau. ...sah ich eine Gravur auf der Rückseite. Schöne Musik. Es war der Buchstabe... D? Was? Wer bist du? Aber... Was tust du da? Das war doch eine Stimme. Ist da jemand? Wer hat da gesprochen? Ich. Hi. Vergiss nicht Luft zu holen, sonst erstickst du. Hallöchen. Du siehst nicht sehr lebendig aus. Hi. Aber was? Ich kann gar nicht mehr sprechen. Das ist doch... Wer bist du?
Ashley? Nein, nur Ashley. Ashley Mizuki Robbins. Ashley? Bitte, nein! Ashley, öffne deine Augen. Warum? Öffne deine Augen und sieh mich an. Was? Kannst du mich sehen? Ich sehe dich. Wirklich? Ja, klar, ich kann dich sehen. Sie sieht mich. Oh, was? okay. Ich bin reif für die Klapsmühle. Der Geist lacht ja. Wie gruselig. Wieso lacht er? Wieso freut er sich so? Hat er doch gerade gesagt, du kannst ihn sehen. Das ist offensichtlich was Besonderes. Ich bin nur glücklich. Aber... Ich habe gewartet, so lange gewartet. Auf jemanden wie dich. Jemand wie ich? Erzähl mir darüber. Was meinst du damit? Ich habe so lange auf jemanden gewartet, der mich sehen kann. Auf jemanden, der dich sehen kann? Ja, du kannst mich doch sehen, oder? Ich sehe dich. Das ist ja das Problem. Schließlich, du bist doch... Stimmt. Ich bin kein Mensch. Also ist es wahr? Ich bin die. Die? Wie der Buchstabe? Ja, ich nenne ihn die und nicht D, weil das klingt doch ein bisschen seltsam. Eigentlich ist es genauso seltsam, ist nur die englische Aussprache, aber... da es nicht unsere Muttersprache ist, klingt es für uns mehr nach Name, sage ich mal. Und was jetzt? Ich habe den Grabstein von diesem Die verschoben. Warum passiert ausgerechnet mir sowas? Oh Mann, dabei wollte ich doch nur Papa und Jessica suchen. Und jetzt habe ich die Ruhe von diesem Geist gestört. Na toll. Er scheint doch ganz nett zu sein, bleib ruhig. Du täuschst dich. Was? Das ist nicht mein Grab. Mein Körper liegt nicht unter diesem Stein. Wie? Ich bin hier schon sehr lange. Aber niemand hat mich je bemerkt. Die ganze Zeit war ich allein. Die ganze Zeit allein? Ja. Ich bin ein einsamer Geist. Aber... Moment mal. Vielleicht hast du nur... Moment mal! Niemand hat gesehen, weil das hier eine unbewohnte Insel ist! Falsches Spiel, Ashley. Oh, Entschuldigung, ich wollte es auch mal probieren. Nein. Was? Es sind schon vor dir lebende Menschen hier gewesen. Aber niemand konnte mich sehen. Bis heute. So ist das also. Ashley, Menschen mit unreinem Herzen können Geister nicht sehen. Und? Du aber hast ein reines Herz. Wie? Ich glaube, die ist immer noch voll perplex, die Arme. Naja, wie würdet ihr regieren? Ehrliche Meinung in den Kommentaren. Wie würdet ihr regieren, wenn ihr spontan vor einem Geist stehen würdet? Ich weiß, das kann man so pauschal überhaupt nicht sagen, weil wir die Situation wahrscheinlich niemals gelangen würden, aber... Vielleicht hattet ihr schon mal eine ähnliche Situation und seid irgendwas begegnet, was ihr nie für möglich gehalten habt. Also, ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde. Ich glaube, ich, keine Ahnung. Überhaupt keinen blassen Schimmer. Du siehst mich, weil du den Menschen vertrauen kannst. Und? Deshalb kannst du mir... Bestimmt helfen, meine Erinnerung aufzufrischen. Und da haben wir es wieder, Leute. Das Spiel geht um die Erinnerung. Was meinst du damit? Wie können wir dir helfen? Deine Erinnerung aufzufrischen? Wovon redest du? Ashley, ich habe keine Erinnerung. Keine Erinnerung? Ich erinnere mich nicht an mein irdisches Leben. Wer ich war, wie ich gestorben bin. Ich weiß es einfach nicht. Deshalb bin ich dazu verdammt, auf dieser Erde zu bleiben. Und seit wann? Seit 57 Jahren. Oh. Seit 57 Jahren? Sei nicht so erstaunt. Aber das ist doch unglaublich. 57 Jahre. In 57 Jahren bin ich eine alte Oma. Ja, schön näher gebracht. Und du bist wirklich schon so lange ein Geist?
Ja, leider. Das ist ja schrecklich. Ja, und deshalb will ich mich endlich wieder erinnern können. Ich will mich an das erinnern, was ich vergessen habe. Du willst dich erinnern. Das verstehe ich. Mir geht es genauso. Hä? Ich will mich auch an etwas erinnern, woran ich mich einfach nicht erinnern kann. Ashley. Und du erinnerst dich wirklich an gar nichts? Es gibt wirklich nichts außer deinem Leben, woran du dich erinnerst? Aus deinem Leben? Doch, eine Kleinigkeit gibt es, an die ich mich erinnere. Eine Kleinigkeit also? Woran erinnerst du dich denn, mein Freund? Und woran erinnerst du dich? Irgendjemand hat mich damals die genannt. Und das Muster auf meiner Brust. Dieses Muster? Das ist der letzte Eindruck, den ich als lebender Mensch hatte. Das ist, was ich im Augenblick meines Todes gesehen habe. Im Augenblick deines Todes? Wenn ich nur wüsste, was das ist. Dann könnte ich mich auch erinnern, warum ich gestorben bin. Das ist, was ich wissen will. Die. Wenn ich ihm zuhöre, werde ich ganz verwirrt. Der Kapitän hat gesagt, ich soll nicht darüber nachdenken, warum Menschen sterben. Aber die hat sich die ganze Zeit eben diese Frage gestellt. Okay, wir können ihn nichts mehr fragen. Ah, Leute, und genau das ist das Schöne. Ihr könnt euch ja eventuell schon denken, worum es geht in dem Spiel. Also teilweise noch um das Spiel. Worum es teilweise noch in dem Spiel geht. Genau, natürlich um die und seine Geschichte. Und vielleicht werden wir dazu Näheres herausfinden. Ashley, gib mir meine Erinnerung zurück. Jetzt wird's langsam creepy, Mann. Aber... Also, als wär's nicht schon creepy genug, dass du überhaupt vor mir stehst. Erforsche mit mir zusammen die Vergangenheit dieser Insel. Hilf mir, mich zu erinnern. Die. Ich wüsste nur zu gerne, was ihm passiert ist. Aber ich muss Jessica suchen. Außerdem hat der Kapitän gesagt, vor Sonnenuntergang legt er ab. Und dann... Ashley. Einer hat's in den ersten Part geschrieben. Es wird echt ganz schön oft der Name gesagt. Was? Hallo? Du triffst dich mit deinem Vater? Und wer ist Jessica? Papa treffen. Darum bin ich doch auf diese Insel gekommen. Aber ich hatte immer gedacht, dass Papa tot ist. Dein Papa ist gestorben? Und dann bin ich sauer auf Jessica geworden. Und dann haben wir uns verloren. Du dachtest, dein Papa ist tot? Ich war trotzig. Dabei wollte ich Papa doch wirklich treffen. Du willst deinen Papa treffen? Ja, die. Wir haben verstanden. Mach nicht auch rein auf Solid Snake. Ja, eigentlich bin ich hier, um Papa zu treffen. Deshalb sei mir nicht böse, aber... Ich kann dir nicht helfen, deine Erinnerung wiederzufinden. Papa? Papa? Was ist denn? Vater. Keinen Schritt weiter. Was ist denn? Ashley. Nanu? Die ist verschwunden. Auf der Karte ist der nicht mehr drauf, okay. Wo ist der nur hin? Die. Und weg ist er. Scheinbar haben wir irgendetwas gesagt, was ihn an früher erinnert hat und wir haben nur eine Waffe aus dem Lauf gesehen und die Worte keinen Schritt weiter. Was hat das damals auf sich? Ist die etwa erschossen worden oder ist jetzt etwas ganz anderes mit ihm passiert? Was hat das mit dem Symbol auf seiner Brust auf sich? Ich meine, das hat ja, wie er gesagt hat, das war der letzte Eindruck, den er vor seinem Tod hatte. Ah, Leute, glaubt mir, das Spiel ist so schön und es geht also nicht nur um unsere eigenen Erinnerungen, sondern auch um die Erinnerungen dieses rastlosen Geistes, der seit 57 Jahren hier auf dieser Insel festsitzt und keinen Kontakt zu irgendwelchen menschlichen Wesen hatte. Bis heute, bis wir aufgetaucht sind. Aber Leute, er ist auf jeden Fall verschwunden. Irgendwas scheint passiert zu sein, als wir von unserem Vater gesprochen haben. Mal sehen, vielleicht erfahren wir es im nächsten Part. Das war's aber erstmal für heute mit Another Code, doppelte Erinnerung. Bis dahin, Leute, ciao.